Gnaden. Rosen ganz Königin, Mutter du reine, gib, dass dir unser Herz ähnlich erscheine. Schirme uns alle Zeit treulich im Kampf und Streit. Mutter, Mutter, du reine. Rosenkranzkönigin, Fürstin, du Heere, flehe bei deinem Sohn, dass er gewähre, was von dem Himmel kommt und uns zum Heile frommt. Fürstin, Fürstin, du Heere. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind in diesen Abendstunden zusammengekommen, um einzutauchen in dieses große Geheimnis der Eucharistie. Es ist immer wieder die Gefahr, auch bei uns, dass alles so mechanisch so wird, weil es schon bekannt ist, und wir gar nicht eintauchen in die große Gemeinschaft der Heiligen und der Momente, in dem sich Gott uns hingibt. Lasst uns das bewusst heute Abend wieder einmal erfahren, hineinzutauchen in sein Wort, in seine Liebe, in dem er sich uns offenbart. Bevor wir dies aber können, bedürfen wir immer wieder seiner Gnade, seiner Aufrichtung. Aber wir müssen zuerst vor ihn kommen und bekennen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und er schenke uns sein Heil. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Treuer Gott, du liebst die Unschuld und führst den Sünder zu dir zurück. Darum hast du uns aus der Finsternis des Unglaubens befreit und in die Gemeinschaft mit dir aufgenommen. Gib, dass wir dich mit ganzem Herzen suchen und das Licht deiner Wahrheit nie verlieren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Ihr Kinder, gehorcht den euren Eltern, wie es vor dem Herrn recht ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist ein Hauptgebot. Um ihm folgt die Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf der Erde. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern und mit aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus. Arbeitet nicht nur, um euch bei den Menschen einzuschmeicheln und ihnen zu gefallen, sondern erfüllt als Sklaven Christi von Herzen den Willen Gottes. Dient freudig, als dienet ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass jeder, der etwas Gutes tut, es vom Herrn zurückerhalten wird, ob er ein Sklave oder ein freier Mann. Ihr Herren, handelt in gleicher Weise gegen euren Sklaven. Droht ihnen nicht, denn ihr wisst, dass ihr im Himmel einen gemeinsamen Herrn habt. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Rosenkranz, Königin, Pforte des Lebens, lass uns nicht fliehen zu dir, rufen vergebens. Ein Wort zu deinem Sohn, schenk uns ja Sieg und Lohn. Pforte, Pforte des Lebens. Rosenkranz, Königin, hilfe im Streite, wehre die Feinde ab, treulich und leite zum ewigen Vaterland an deine Mutterhand. Hilfe, Hilfe, ich streite. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Durch das Evangelium hat Gott uns berufen zur Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit zog Jesus mit seinem Weg nach Jerusalem. Von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften,
durch die enge Tür zu gelangen, denn viele, sage ich euch, werden versuchen, hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür und ruft: Herr, mach uns auf. Er aber wird euch antworten: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr sagen: Wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird erwidern: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir. Ihr habt alle Unrecht getan. Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Denn dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, stärke unseren Glauben und vergebe uns die Schuld. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, stellen wir uns auch die Frage, mit jenem hineinkommen? Oder singen wir bedenkenlos weiter, wir alle kommen in den Himmel, weil wir so brav sind? Die Tür ist verschlossen, weil ihr alle Unrecht getan habt. Müssen unsere Gewissen erst wieder so richtig erleuchtet werden, damit wir wissen, zu was für einer großen Heiligkeit wir berufen sind? Wo Gott uns fähig macht, Anteil zu haben an den Heiligen? Oder sind das nur momentane Momente, die auf einem wunderbaren Sockel bei uns stehen und da zu jedem Tag einmal vielleicht herausgekramt werden? Liebe Brüder und Schwestern, die Heiligen und die heiligen Engel sind uns dazu gegeben, damit unser Weg dorthin zu dieser engen Tür gelingt. Sie sind uns gerade zu Hilfe gegeben. Aber der heilige Paulus sagt es uns heute ganz klar. Und Jesus lernt den Gehorsam durch Leiden. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen wieder Gehorchende werden. Aber bevor man gehorcht, muss man horchen, was der da sagt, der uns das Leben es in Fülle geben will. Liebe Brüder und Schwestern, einer fragte ihn: Herr, sind es nur wenige, die da gerettet werden? Liebe Brüder und Schwestern, diese Frage stellen wir heute nicht mehr. Selbst dort, wenn wir heute einen zu Grabe tragen, dann wird schon in der Laudatio in vielem ihm die Heiligkeit und der Himmel versprochen. Jesus sagt: Die Tür ist eng. Müssen wir nicht gerade dort
all unseren Ballast abwerfen? Was haben wir für Ballast? Ist es nicht gerade das, was uns oft manchmal so stolz und hochmütig macht, zu sagen, ich habe ja sowieso keine Sünde? Liebe Brüder und Schwestern, eines muss uns bewusst werden, dass es nicht nur um deine Sünde geht, sondern Jesus sagt, ich habe dieses Opfer dargebracht, nicht nur für euch, sondern für viele. Nehmen wir das in Bewusstsein auf? Es gibt nicht nur deine Sünde, sondern es gibt die Sünde der Nation, der Welt, in vielen, an dem wir Anteil haben. Wenn wir also uns in diesen Tagen, liebe Brüder und Schwestern, und das ist etwas ganz Wichtiges, wissen Sie, Sie erfahren das in Ihrer eigenen Familie. Wenn es dem einen schlecht geht, dann geht es dem anderen nicht gut. Und der heilige Paulus sagt, dass wir gerade in diesen mystischen Leib hineingenommen sind. Und unsere Kirche kann sich nicht erneuern, wenn wir diesen Ballast nicht beiseite lassen. Nur eine Zelle, die ausartet, kann zu einem Geschwür werden, zu einer Zelle, die einen Tumor hervorruft und den ganzen Leib tötet. Wir müssen uns wieder bewusst werden, liebe Brüder und Schwestern, und es wird der Moment kommen, wo unsere Gewissen erleuchtet werden und wir ganz klar erkennen werden, dass Christus in der Eucharistie lebt und was das Priestersein ist. Ihr Priester sind diejenigen, die eure Seelen aufrichten, die nicht über euch urteilen, aber gerade in diesem Horchen hinein wird uns fähig, durch diese enge Tür hineinzugehen. Und liebe Brüder und Schwestern, lasst uns nicht nur dort verweilen, denn wir haben alle Unrecht getan. Mancher von den Letzten werden die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Möge die selige Jungfrau Maria, die uns zur Sendung in ihrer Hilfe gegeben ist, uns letztendlich führen, dass wir fähig werden, am Reich Gottes Platz zu nehmen und dort das zu erfahren, was uns verheißen ist, dass ihr, wenn ihr dies tut, was ich euch sage, und euch bemüht mit all euren Kräften, werden wir dort hineinkommen. Aber Hand aufs Herz, überprüfen wir uns in den Tagen selbst. Wer tut es, dieses Bemühen mit all unseren Kräften? Ist es nicht heute mit Ach und Krach statt mit Glanz und Glorie, dass unsere Familien am eucharistischen Mahl teilnehmen?
Möge Gott uns die Fähigkeit geben, umzukehren und dies zu tun. Amen. Herr, unser Gott, du weißt, wie schwach wir sind. In all unseren Mühen bedürfen wir deiner Gnade. Deshalb kommen wir mit all unseren Sorgen und Nöten und Bitten zu dir. Erfülle alle Getauften mit der Kraft deines Geistes, damit sie auf dem Weg des Glaubens weitergehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Von Osten und Westen, von Norden und Süden sind Menschen unterwegs zu dir. Öffne ihnen die Tore deines Reiches. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke die Menschen, die sich im Alltag nach Kräften bemühen, ihr Leben nach dem Evangelium auszurichten. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke dem Verzagten und Verzweifelten Mut und Kraft und dem Kranken Heilung an Leib und Seele. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei Mitte und Halt an unserer Gemeinde, damit alle in gegenseitiger Achtung helfen, dass dein Reich kommen kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe, dafür sei dir Preis und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde, der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks, der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit es uns der Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden mache du mich rein. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die wir nach deinem Willen dir darbringen. Vollende in uns das Werk der Erlösung und der Heiligung durch die Geheimnisse, die wir zu deiner Verherrlichung feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir laden sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater, im Himmel und rühmen dich durch unseren Herrn, Jesus Christus,
Den ihn hast du zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Obwohl er dir gleich war an Herrlichkeit, hat er sich selbst erniedrigt und der Welt den Frieden gebracht. Durch sein Blut, das er am Stamm des Kreuzes vergossen hat. Deshalb hast du ihn über alle Geschöpfe erhöht. So wurde er für jene, die auf ihn hören, zum Urheber des ewigen Heiles. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln, heilig bist du, Gott Zebaoth, im Himmel und auf Erden soll deine Herrlichkeit gelobt, gepriesen werden, jetzt und in Ewigkeit, jetzt und in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob, den durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Ja, und all deine Werke verkünden dein Lob, den durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und bitten dich, allmächtiger, gütiger, barmherziger, ja treuer Gott, heilige diese Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod und Leid finden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde,
und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Durch heilbringende Anordnung gemahnt und angeleitet durch göttliche Belehrung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus ist wahrhaft unser Friede. Er ist unsere Versöhnung, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Das Sakrament des Leibes und Blutes Jesu Christi schenke uns ewiges Leben. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus,
das gebrochene Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde dieser Welt. O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Wir feierten die Heilige Messe heute für Familie Berten-Eder, für verstorbene Eltern und Großeltern. Gütiger Gott, du schenkst uns Anteil an deinem Sakrament, gib, dass wir das heilige Brot nicht nur mit dem Mund empfangen, sondern ganz von seiner Kraft durchdrungen werden, so dass wir wahrhaft aus deiner Gnade leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Nachhausekommen. Möge gerade das Gebet, das wir gerade gebetet haben, ja, unsere ganze Kraft sich durchdringen, indem, dass wir uns aufmachen und Christus nachfolgen. Der Segen Gottes
möge sie dazu begleiten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne und behüte und begleite euch auf die Fürsprache Mariens, der allmächtige, erliebende Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott. Unter den Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unsere Nöte, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn, empfiehl uns deinem Sohn, stelle uns vor deinem Sohn. Maria, bitte.